Moin Leute, Trimax hier. Die nächste große Challenge ist draußen. Crown Championship Finals. Ja. Es gibt wieder 20 Siege, das freut die Pros extrem. Einige deutsche Spieler haben schon geschafft. Berin 20:0. Bochum-Fan hat auch schon 20 Siege hinbekommen. Gerade versuchen es jetzt hier live im Stream Flobby, Big Spin und Reaper. Flobby bei 10:1, Big Spin bei 12:1 und Reaper bei 15:1. Alle spielen grundweg verschiedene Decks. Die Belohnungen sind einfach wieder unglaublich. Der erste Eintritt ist frei. Letztes Mal gab es bei den 14 Siegen schon die Legendary Chess. Das hatte ich mir als Ziel vorgenommen, was dann auch funktioniert hatte. Diesmal gibt es die Legendary Chess erst bei 18 Siegen. Aber dafür sind die Belohnungen insgesamt einfach krasser. Alleine, dass man hier nochmal 20 Epic Cards bekommt, noch eine Magical Giant Chess, überall Gold. Man gewinnt immer und kriegt direkt was dazu. Das ist auf jeden Fall nice. Reaper spielt momentan, was er schon ewig spielt, was er sehr, sehr stark findet, sein Executioner Schweinereiter-Deck. Das würde ich mal ganz kurz den Zuschauern zeigen. Hast du es in deinem Profil ausgewählt? Ja, ne? Ja, da ist es. Das kopiere ich mal auf Nummer 1. Da sieht man das Deck. 15:1 stehst du. Ich würde sagen, wir springen einfach ins Game. Wir schauen dir zu. Du kannst dich, wenn du dich voll konzentrieren möchtest, kannst du dich auch gerne muten oder nicht auf meine Fragen antworten. Ich werde das Ganze so ein bisschen kommentieren. Natürlich, die Zuschauer wollen unterhalten werden, aber in erster Linie sollst du natürlich die Challenge schaffen. 5 Siege am Gegner Stück gegen so starke Gegner. Ja, ich bin schon im Kampf. Sehen wir. Das ist schwierig, ne? Für die Leute, die jetzt noch zukommen, einer von 17.000 Spielern schafft die 20 Siege. Das müsst ihr euch mal überlegen. Einer von 17.000. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Umso beeindruckender ist es dann, dass Berin einfach 20:0 geschafft hat. Es ist extrem krass. Ja. Wie viele Tage ist die Challenge? Ich hatte heute auch schon 17 Siege einmal. Ach so, du? Das ist gar nicht dein erster Versuch. Okay, sehr krass. Das ist mein zweiter. Mhm. Ach so, das ist aber auch eine geile Leistung, so konstant hier die Siege zu bringen. Einmal 17, jetzt hast du schon gegen wieder safe. Gegen das Deck 15. Bin ich sehr stark, aber da wird schwer. Gegen das Deck bist du sehr stark, aber schwer? Da muss man halt, bin ich sehr stark, aber es ist schwer zu spielen. Ah, okay. Lol, der Schweinereiter kriegt ja gar nichts gebacken. Genau, weil jetzt hat er keinen Mega-Ritter mehr und wird seine Bad spielen, deswegen spiele ich ein bisschen verzögerten Eisgeist. Dann, die hat er gerade gespielt. Gegen hier mit Hock zusammen. Zwei Hits auf jeden Fall nice. Auch sehr stark. Kann damit alles abwehren. Ist es manchmal so, dass du bei, keine Ahnung. Ich konnte auch gerade den Nado spielen, da 15, ich habe eine Rakete. Okay. Bei 15 Siegen oder so auf Gegner triffst, die gar nicht so stark sind, kommt das auch manchmal vor? Ja. Oder sind hier wirklich nur richtig, richtig krasse Spieler? Also man trifft schon ab und zu mal Leute, die ein paar Fehler machen. Mhm. Aber. Alter, krass. Also der Großteil ist halt schon sehr stark. Boah, diese Ritter-Executioner-Kombination, total nice. Und so ein Eisgeist, geht der Inferno Dragon noch? Was macht denn der Henker da? Alter, der Inferno Dragon. Okay. Oh, okay, nice. Nächster Ritter. Alter, du hast jetzt hier gerade 3 Ritter hintereinander gebracht. Wie schnell kannst du denn cyclen? So günstig ist dein Deck doch gar nicht. Ja. Naja, wenn du Eisgeist und Kobolde bringst, dann wird es schon recht günstig. Schweinereiter wieder ein Hit. Oh mein Gott, was für ein Executioner. Tornado Comp. Da ist das Ganze mit einem Eisgeist. Hm, der war nicht okay. So. Aber der Turm wird genau 1 HP von ihm haben. Ja. Aber, also wie gesagt, man kann das Matchup gewinnen und ich gewinne es auch. Mhm. 1 HP oder ist das Holz und dann ist das Ding durch. Ganz sicher gespielt. Also das kann man wirklich sagen, das, was wir hier gesehen haben. Ist halt nochmal was anderes. Ja. Gut, da ist es immer was anderes. Sehr, sehr stark gespielt. So krass kann das Deck sein. Du kannst direkt, glaube ich, das nächste machen, wenn du dich sicher fühlst. Hier wird immer wieder gefragt, was sind für Decks, was für Decks sind gut? Du empfiehlst, aber du kannst natürlich auch dieses Deck, was du hier spielst, sehr, sehr gut. Was sind so die drei meisten Decks, die du hier triffst? Was würdest du sagen?
Bestimmt einmal Lockbait. Wie bitte? Was sind so die drei meisten Decks, die du hier siehst? Die stärksten momentan in der Challenge. Das Hog Mega Knight Deck und noch Golem. Oder Golem. Ab und zu sehe ich auch mal einen Hog Rider. Ja. Ja. Golem ist interessant. Deck. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch Flobby auf Flobby, das ist extrem stark. Ja, okay, sehr krass. Schon wieder ein Inferno Dragon vom Gegner. Ist das gleiche Deck wie eben? Perfekter Eisgeist, Schweinereiter am Turm. Das ist das gleiche Deck wie eben, ne? Ich glaube, das ist schon wieder das gleiche Matchup. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Oftmals ist es ja so, dass man sich ein bisschen beim Matchup durchlacken kann, keine Frage, aber bei 20 Siegen ist das unmöglich. Da trifft man früher oder später auf ein Konterdeck. Ja, genau. Aber genauso kann man auch zweimal hintereinander den Gegner dort ganz gut kontern. Aber apropos Konterdeck, wir haben gesehen, ja, Bochum hatte das ja, Bochum, ich glaube, 6 Mal. Bochum-Fan wurde immer wieder gekontert und hat trotzdem gewonnen. Das ist absurd, wie der das hinkriegt. Ja. Das ist ihm egal. Deswegen finde ich auch so One-Trick-Ponys auf jeden Fall nice. Ich sag mal, das Deck, was du hier spielst, ist gut. Das ist verdammt gut. Aber so viele Leute spielen das ja gar nicht, ne? Nein. Ja, ja. Sowas finde ich immer richtig nice. Ist auch extrem starker Eisgeist. Alter, der Executioner trifft ja noch den. Boah, der Inferno Dragon geht noch down. Und die Axt. Die Axt, Alter, wie lucky. Die Axt hat noch den Mega-Ritter gekillt. Oh. Dadurch haben die Kobolde überlebt, sehr stark. Ich glaube nicht. Weiß jemand, welches Deck Beerin gespielt hat? Weil das wird ja immer wieder gefragt. Holz Predict? Oh mein Gott, Alter. Das ist so frech. 2 Hits kriegt der Schweinereiter durch. Richtig gut. Ja. Und jetzt kann ich halt 2 Raketen werfen. Ich brauche noch ein Holz. 2 Raketen und ein Holz. Okay. Muss aber aufpassen, dass man nicht mit Elixier overextendet. Aber so eine Executioner-Tornado-Kombination kann gefühlt alles wieder fit machen, ne? Genau, vor allen Dingen den Entfernen. Oh, da sieht man, der Gegner kommt mit einem riesen Push. Dann drachen den er jetzt. Oh, lol, Schweinereiter kriegt da nichts gebacken. Oh, und das Holz noch. Aber der Mega-Ritter. Oh mein Gott, du hast wieder einen Ritter. Das ist so frech. Den machst du so lange. Ja. Oh nein. Wie frustrierend für den Gegner. Und dann hast du auch wieder einen Ice-Case gegen Inferno Dragon. Keine Frage, du konterst ihn, aber das spielst du ja nahezu. Also die Defense war jetzt, glaube ich, perfekt. Nächster Executioner. Da bringt auch kein Poison Spell was. Ja, also man. Beim besten Willen nichts. Mittlerweile weiß man halt, wie man dagegen spielt. Das ist genau. Das ist absolut Routine, was du da machst. Also die X-Bogen. Ja. Krass. Wenn man das Deck spielt, genau, wenn man das Deck spielt, verlieren, sage ich mal, 90% gegen X-Bogen. Mhm. Aber wenn man es halt weiß, wie man gegen den. Das ist auch. Gut. Jetzt bin ich 17-2. Mhm. Gucken, ob ich die. 17-2. Legendary Chest schaffen. Ja. Stimmt, ein Sieg, dann hast du die Legendary Chest. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Wir schauen wieder zu. Was für ein Matchup ist jetzt am Start? Skelette. In welchem Deck sind die denn? Skelette. Tipp ich mal meiner Poison. Ja, meiner Poison. Sehr, sehr günstiger Cycle. Meiner Eisgeist und Skelette. Und Bogenschützen. Oh, nee, noch ein Inferno-Turm. Okay. Das ist ja dieses ganz alte Deck. Mhm. King Tower ist an. Kobold hast du gegen den Miner. Schweinereiter ist deutlich günstiger als der Inferno-Turm. Aber er hat halt die Skelette. Und die. Die sind so billig. Also ja. Ich komme an seinem Inferno-Turm, deswegen muss ich halt Raketen zeigen. Mhm, Skelette waren geschenkt. Ja. Ja, ich find's gut. Ja, setzt man einen Inferno-Turm, kommt man nicht vorbei. Ja, scheiß drauf, wirft man einfach einen Zauber drüber. Holz durchzusneaken. Gucken. Schade, ich habe gehofft, dass er seinen Eisgeist da rein spielt. Dafür wird dann hätte ich ihn direkt gehabt. Gegenoffensive umso. Oh mein Gott. Der Schweinereiter, das war ja perfekt. Der war in der Luft eingefroren. Das war ja perfekt einfach nur. Krass. Er spielt auch nicht schlecht. Kobolde zwischengeplaced. Der Turm ist down. Oh, naja.
Trifft die Rakete. Trifft. Ein Bogenschützen, okay. Oh, Eisgeist kriegt den Bogenschützen nicht erwischt. Das könnte jetzt schaden werden. Das ist gerade so gegen Decks wie meiner Poison. Eine schwierige Angelegenheit. Oh, jetzt kann ich das einfach so. Oh, er macht schon wieder. Treffe ich? Nee, diesmal treffe ich nicht. Diesmal nicht. Oh mein Gott, nice. Oh, was? Eisgeist und die Bogenschützen erwischt. Wie hast du das denn gemacht? Und der Inferno-Turm ist useless. Gegner schreibt, ups, und... Der ist sogar nochmal eingefroren, der ist weg. Holz bringt da auch nichts mehr. Rakete gegen Skelette. Macht aber auf jeden Fall in der Situation Sinn. Eisgeist hast du noch mit dem Holz getroffen, Alter. Eisgeist und Kobolde sind da, ne? Da kommt der Miner nicht durch. Rakete kommt, Turm ist down, Poison Spell vom Gegner reicht nicht. Ganz sicher durch. Ich finde das Deck echt krass. Also du spielst das so, manchmal gehst du all in und weißt, wann du einfach aggressiv gehen musst. Und manchmal stehst du super nice in der Defense und bestrafst den Gegner einfach nur mit den Raketen. Das gefällt mir sehr. Du hast zwei vollkommen unterschiedliche Spielweisen mit dem Deck. Und du weißt, das ist halt bei dir wirklich die Routine, ne? Wir könnten jetzt den Zuschauern hier 5 Tipps geben, wie man das Deck spielt. Aber du hast einfach, weiß ich nicht, 1000 Games mit dem Deck. Das merkt man. Sehr krass. Okay. Ja. Jetzt hast du die Legendary Chest, ne? Die Legendary Chest. Was ist drin? Ist was Gutes. Es ist Mega-Ritter. Nice. Der ist jetzt endlich. Was ist der Mega-Ritter jetzt? Ich level 3. Also so ein Mega-Ritter ist schon mal nett. Okay, sehr krass. Ja, zwei Siege brauchst du noch. Ist halt verdammt schwierig. Viele starten 19-1 und verkacken dann sogar noch, weil gerade das letzte Game, da spielen so heftige Spieler. Das ist unfassbar. Alle schreiben Big Spin Army. Sieht so aus, als hätte Big Spin gehostet. Ja, vielen Dank, Big Spin. Ist ja auch gerade Teamspeak, kommt gleich dazu. Kann ich gleich noch persönlich danken. Du kannst das nächste Game machen. Mach ich. So, wie sieht's aus bei dir, Big Spin? Was ich ganz verpennt habe, ist, dass ich jetzt eigentlich noch mit Ferris reden wollte. Das LOL. Heißt, ich muss noch 10 Minuten oder Viertelstunde, wird nicht lange dauern, denke ich. Aha. Kurz zu Ferris in den Channel auf dem Tri-TS. Das heißt, so gegen, keine Ahnung, in 10, 15 Minuten, denke ich, bin ich dabei. Ich habe jetzt 15-2. Okay, sehr gut. Perfekt. Dann, ja, Reaper steht auch gerade 18-2 und ist hier gerade im nächsten Game. Okay. Dann bin ich kurz raus und dann komme ich gleich wieder, ne? Alles klar, bis gleich. Ich bin 15-3 raus. Ich sag mal so, mit Golem. Es ist so, du musst einfach Glück haben. Du kannst die Challenge eigentlich nicht auf Skill richtig basiert gewinnen. Du musst einfach nur Glück haben. Wenn du Pech hast und so ein Matchup kriegst, wo wirklich der Gegner Pekka Henker hat, dann da machst du nichts so. Deswegen überlege ich jetzt, eventuell mit einem anderen Deck zu spielen. Aber da bin ich noch nicht so sicher. Reba hat aber auch gerade schon gesagt, er ist jetzt hier 18-2. Er meinte so, in den Top 3 Decks in dieser Challenge, würde er dein Golem-Deck mit einranken? Nee, also... Ich würde es nicht sehen. Ich sag mal so, die Leute, die es geschafft haben bisher, darunter war fast kein Golem-Spieler. Mhm. Man kann es schaffen, man braucht aber auch einfach ein Glück mit den Matchups. Also das Deck ist generell stark. Mhm. Das Problem ist nur, dass dadurch, dass es halt oft gespielt wird, jetzt sehr oft diese Hawk-Henker-Decks und andere Decks gespielt werden, die halt stark dagegen sind. Okay. Und ja. Mal schauen. Ah, das war blöd gemacht. Ich hätte ist den Eisgeist auch auf den Inferno-Dragon raus. Oh mein Gott, der hat den ganzen Turm weggebrannt. Ich wollte gerade sagen, Eisgeist richtig geil gegen Schweinereiter und Kobolde, aber da hat der Eisgeist absolut gegen den Inferno-Dragon gefehlt. Das ist schon wieder. Ein Fehler. Kannst du das noch drehen? Ja, das hoffe ich mal. Mhm. Sieht aber, oh mein Gott, danke. Nein, trifft der? Ja, ja. War das ein Predict oder hast du ihn gesehen? Ich wollte... eigentlich erst eine Rakete werfen und danach kam, deswegen habe ich ein bisschen weiter hochgezogen. LOL, Alter. Mal gucken, jetzt noch kommt ein Mega-Ritter. Genial, ein Kobold erwischt du auch noch, kriegt der Schweinereiter einen Hit raus? Nee, kriegt er nicht. Schade. Okay. Der war ein bisschen zu früh. Oh, der geht auf den 3-Crown, der will's wissen. Früh, deswegen muss ich den jetzt hier. Der, denn. LOL, wie viel Value ist denn das? Und noch ein Eisgeist dazu? Nee, ne? Also, was du da für defensive Plays raushaust, kein Wunder, dass du Execution-Tornado spielst. Und jetzt kann ich halt mein Hawk spielen mit einem Lock-Predict. Trifft, Kobolde kommen später, Was? Was? Oh. Was? Hä? Waren die Kobolde eingefroren, oder? Das war der unlogischste Hawk-Hit überhaupt, ey. Ja.
da kommt nur selbstverständliches, joa. Alter, schon wieder dieser absolut kranke Executioner-Tornado. Und dann nochmal noch dieses Eis, diesen Eisgeist dazu. Was sind das für Plays? Das gefällt mir total. Schweinereiter. Er hat die noch gesappt, kein Hit. Alter, die kommt auch in letzter Sekunde, die Rakete, ne? Oh, was wie close, Alter. Oh mein Gott, dieses Game. In der letzten Sekunde kommt die Rakete, ich kann es nicht fassen. Ja, intensiv, intensiv. Jetzt hat er wieder was, das heißt, ich kann defensiv das treffe ich nicht mehr. Mehr, oder? Hoffentlich. Oh, lol, Alter. Also, er schenkt mir halt jedes Mal Ja, diese... Wunderbar. Oh, neuer Fokus vom Mega-Ritter, das tut weh. Aber Ritter und Eisgeist machen das wieder. Starker Feuerball, oh, der war stark. Holz dazu, er hat nochmal gesappt. Mega-Ritter. Nicht am Turm. Lol, was? Der ist in der Luft gestorben. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Ist ja krank. Schweinereiter, ein Hit. Oh mein Gott, ist das ein krankes Game. Oh mein Gott. Oh, Fledermäuse, zu viel DPS. Wie sieht's aus? Sieht nicht gut aus. Oh mein Gott, Feuerball predict auf dem Eisgeist, Schweinereiter Hit und ein Sepp. 200 HP. So, dann müssen wir. Bis jetzt. Schade. Feuerball kommt. Alter! Oh, fuck, du bist auch raus, ne? Schade. Alter, ja. Alter, so ein gutes Game. Dieser eine Eisgeist. Oh, lol. Ja, ein Eisgeist auf die Kobolde, nicht auf Inferno Dragon. Da hat ein Inferno Dragon dir den ganzen Turm weggenommen. Du hast noch so gut gespielt, so krasse Defense, so gut zurückgekommen. Aber dann ist das ist dann zu schwer nochmal zu drehen. Da hat der Gegner dann noch stark gespielt.